Was für ein super interessantes Erlebnis, beziehungsweise was für ein atemberaubendes Erlebnis. Wir haben unsere eigene Eule und die werden wir jetzt rufen. Und da ist sie. Oh mein Gott, ich kann. Leute, wir fliegen. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Das ist wirklich cool. So, was können wir jetzt machen? Langsamer fliegen, wir können den Jägerblick anwenden. Okay. Boah, das sieht cool aus. Das sieht wirklich cool aus. Bestie entsenden, R1. Wegpunkt L1. Ja klar, und hier sehen wir jetzt die ganze Landschaft, alles. Und zurückrufen hier oben drauf. Ich würde mal sagen, wir müssen natürlich. Mann, die Olle ist zu weit weg von dir. Ja, wir müssen in der Nähe und von uns selber bleiben. Und ich rufe die Eule jetzt mal wieder zurück. Wir haben jetzt hier die Eule gebändigt. Belohnungslager öffnen. Einzelnen Gegenstand mitnehmen. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal alles mit hier. Was wir mitnehmen können, das nehmen wir mit. Was ist hier unten noch? Nahrung, sehr gut. Da ist jetzt unsere Tasche leider voll. Sonst hier unten nichts mehr. Okay. Dann schauen wir doch mal, wo können wir jetzt hin? Auf der Karte. Hier haben wir jetzt. Hier sind wir gerade und hier oben ist Tensei der Schamane. Ich setze mal einen Wegpunkt, wobei wir bei dem alten Krüppel ja schon waren. Ich wollte es nicht Krüppel sagen. Wir könnten mal hier hinten laufen. Brüllende Falle. Ich glaube, das ist so unser Ziel heute. Ich habe den Wegpunkt mal gesetzt. Tasche voll, du kannst nichts machen. So, jetzt ist der Wegpunkt gesetzt. Genau, jetzt sehen wir den Wegpunkt. Und ich glaube nicht, dass es so lange dauern wird. Die Landschaft ist zwar groß, aber ich bin auch schnell. Und wachse jeden Tag über mich hinaus, um hier ans Ziel zu gelangen. Alright, okay, let's go. Wir gehen auf die Re Reise? Wer ist das? Sind das Verbündete oder Freunde? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind Verbündete. Oder bist du lieb? Smarkaka. Smarkaka, alles klar, du bist netter. So, dann gehen wir weiter hier über dem Pfad der alten Herrschaften. Krass, krass, ein Bär, ein Bär. Nein! Mein letzter Pfeil. Komm schon. Ich werde den Bär. Oh mein Gott, 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 Gott. Komm schon, weg hier. Komm schon, helft mir, Ureinwohner. Läuft der Bär noch hinter mir? Nein. Okay, wir haben den Bär abgehängt. Wir müssen hier aber weiter. Wir müssen hier weiter. Es gibt keinen Weg zurück. Es gibt keinen anderen Weg. Los, 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 los. Hier runter. Oh, scheiße. Okay, soll ich springen? Ich muss springen. Ah. Scheiße. Okay, kommt der Bär hier runter? Nein, der Bär kommt nicht runter. Sehr gut. Okay. Ja. Was sind das hier? Schalte die Kletterkralle im Handwerksmenü frei, um ja die Kletterkralle zu erforschen. Handwerksmenü. Da sind wir jetzt gerade drin. Jägergürtel, Speergürtel, Keulengürtel, Kletterkralle. Komm in der Mission von Woger, dem Handwerker, voran, um diesen Gegenstand freizuschalten. Das heißt, ich denke mal, wir kommen auch so runter. Ist zwar ein bisschen schmerzhafter, tut ein bisschen weh. Aber es funktioniert, ja, es funktioniert. Okay, wir sind unten. Ah, da sind Elche, ein paar Tiere. Alles gar kein Problem und ihr seht, da ist jetzt unser Ziel. Ich schau mal, dass ich mir vielleicht wieder eine Waffe mache. Ein Bogen kann ich nicht machen. Ich brauche Voraussetzungen in Takas Höhle. Ah, okay.
Komm in die Geschichte voran, um diesen Gegenstand freizuschalten. Hatte ich doch schon alles. Hatte ich doch schon alles. Ich geh jetzt mal. Weiter entlang. Wir erreichen hier gerade. Was ist das? Schiefer. Na komm. Na komm. Venja helfen. Verteidigung. Schütze die Venger vor Angreifern. Okay, ich schau mal hin. Die Venger, das sind unsere Verbündete. Venger. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Von wem werden sie angegriffen? Hallo? Ach, da oben! Hier! Haha, Kopfschuss! Da oben versteckt sich einer. Ha, Kopfschuss, die zweite! Okay, ist eigentlich traurig, dass ich deswegen lache, aber... Na komm, oh, der war im Baum. Ah, Kopfschuss, der dritte. Und... Okay. Lebt er noch? Nein, er ist tot. Okay, gar kein Problem für mich. So, er hat einen Holzpfeil dabei. Okay, haben wir die Wünsche befreit? Ich denke ja. Oder, da kommt noch jemand. Da scheint noch jemand da zu sein. Da ist noch einer. Hier in dem Baum. Ich verstecke mich in dem Feuer und ihr seht ihn. Okay, ich habe ihn getroffen. So, nochmal einen Bogen gemacht. Okay. Verbündete. Okay, alles Verbündete. Oh mein Gott. Haben wir jetzt auch irgendwo Gegner? Nee. Das sieht nicht so aus. Wobei, es kommt... Wo kommen die denn alle her? Das sind wie die Orks aus Herr der Ringe. Einer nach den anderen und sie werden einfach ohne Ende produziert. Na komm. Okay, den kriegen die alleine. Den bekomme ich hier. Ha, Kopfschuss. Wo kommen die denn her? Ich versuche mal hier irgendwie hier oben nachzuschauen. Nein, da scheint es leer zu sein. Na komm. Okay. Nahrungsrohstoffe wurden im Belohnungslager hinzugefügt. Checkpoint erreicht. Wünschehelfen, Verteidigung, Erfolg. Sehr cool. Sehr cool. Da freuen sie sich. Ja, da kannst du dich freuen. Da kommt man direkt wieder in das Neandertaler-Feeling. Damals, in den guten alten Zeiten. Oh, und es ist einfach... Es ist einfach die Atmosphäre hier ist total super in dem Spiel. Rotblatt. Okay, ich nehme, wie gesagt, alles mit. Oh mein Gott. Ich bin ein Wünscher, aber ich wusste nicht, dass ihr keine seid. Kopfschuss. Komm, hör auf, dich zu verstecken, du Memme. Kämpf wie ein Mann. Okay, kämpf lieber wie eine Memme. Geh drauf. Tot. Okay, gar kein Problem für mich. Okay. Bisschen vorsichtiger hier sein. Wir sind hier in einem Tal. Oh Gott, was bist du? Eine Kitty. Eine Katze. Aua. Ein Puma. Was ist das? Was bist du? Wo bist du? Na komm. Oh Gott, ich bin so eine Nudel im Verteidigen. Na komm. Oh, ich bin gefangen. Oh Scheiße. Und da geht sie wieder, die Katze. Aber sie kommt wieder. Alter, was war das denn? Oh mein Gott. Hier sind noch mehr davon. Hilfe, Mami. Okay.
Okay, ich hoffe, die Tiere haben Angst vor Feuer. Bleib weg, bleib weg. Ja, es scheint so, dass sie Angst vor Feuer haben. Windsor helfen Eskorte. Windsor wollen zu einem heiligen Ort, um die Geister zu ehren. Eskortiere sie zu ihrem Ziel und verteidige sie bereit. Windsor schließen sie deinem Dorf an. Akzeptieren. Akzeptiert. Der bin ich, ja. Ich werde mit ihnen gehen. Ich bin dabei. Genau, ich stimme dir völlig zu. Okay, Leute, wir sind jetzt eine Eskorte. Wir versuchen jetzt wirklich, ja, unsere Brüder zu verteidigen. Okay, los geht's. Ich bin hier. Okay, es geht los. Ich bin direkt hinter euch. Ich glaube auch. Okay, noch ein bisschen Grünblatt hier mitnehmen. Kann nie schaden. Ich glaube auch, oder ich frage mich. Sind das Gegner? Sind das Gegner? Okay, da sind Gegner. Wartet kurz. Leute. Hallo? Hallo? Okay, hier. Hartholz habe ich keins mehr. Komm schon. Okay. Da hinten ist noch einer. Okay, alle tot. Eskortiere die Gruppe zu ihrem Ziel. Ich muss kurz hier schauen, dass ich irgendwie meine Pfeile wieder bekomme. Wie gesagt, ich habe nicht mehr so viel. Wildschweinhäuten, okay. Oh, das hört sich nicht gut an. Gut, dass wir es gerade nicht sehen. Hier, Tierfett. Tasche voll, du kannst mich zu nichts mehr nehmen. Schade, schade. Okay, weiter. Ich sehe wieder Gegner. Vorsichtig. Okay, der ist tot. Alle tot? Ein Bär, ein Bär, ein Bär! Weg hier, weg hier, weg hier! Der Bär brennt. Tut niemals Tieren weh. Scheiße. Zündet euch alle an. Zündet euch an. Das ist nicht schön, das ist nicht schön. So, ich heile mich erstmal wieder. Und wir? Okay, wir können weiter. Ja? Keine Angst, keine Angst. Da wird niemand kommen. Aber der Wald brennt. Der Wald brennt. Oh mein Gott. Okay, weiter geht's. So, so, so. Vielleicht hier nochmal die Leute durchsuchen. Suchen, suchen, suchen. Okay, alles klar. Bisschen Schiefer mitnehmen. Schiefer. Da liegt meine Tasche tiefer. Wo sind die denn jetzt hin? Wieso bleibt hier stehen? Hallo? Ist da jemand? Ja gut, der Wald brennt aber. Der Wald brennt echt. Da kann ich ja nichts für. Wollt ihr jetzt warten, bis der Wald weg ist, oder wie? Ich geh mal weiter, ich geh mal weiter. Ach so, wir können nicht weiter. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Okay,
Okay, und sie sind schon wieder ohne mich weitergegangen. Ich weiß gar nicht, wo sie gerade sind. Drei Wünsche wurden im Dorf hinzugefügt. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Denn das heißt, wir haben sie eskortiert. Okay. Das hat funktioniert. Ich rufe jetzt mal einfach meine Eule. Nicht, weil es da stand, sondern weil ich gerade auf die Idee gekommen bin. Und jetzt können wir hier uns ein bisschen umschauen in der Landschaft. Hier unten sind unsere Windjammer-Brüder. Die versuchen da gerade ein bisschen was zu machen. Ich kann mal höher fliegen. Beziehungsweise hoffe ich. Denn hier oben ist natürlich über den Bäumen die Landschaft nochmal tausendmal geiler. Oh, es sieht einfach so gut aus. Es sieht so gut aus. Und wir sind oben. Wir sind oben. Und wir sehen eine im wahrsten Sinne des Wortes kilometerlange Landschaft. Es ist so krass. Es ist einfach so krass. Es ist ein Spiel. Und wir haben hier kilometerlang nichts. Was ist da unten? Das scheint interessant zu sein. Das sind Verbündete. Okay, ich rufe meine Eule zurück. Ich muss zu den Verbündeten. Ich will zu den Verbündeten. Jo, in Far Cry, die Neandertaler haben immer gesungen. Okay, wir sind hier. Wächterreich, Ort entdeckt. Es sieht so schön aus, es sieht so schön aus. Boah, die Sonne, ich muss mal kurz. Oh, das sieht so schön aus. Was seid ihr? Ich glaube, die Hyänen haben mich heute Nacht angegriffen. Rothunde sind es. Sorry. Wusste ich natürlich, dass es keine Hyänen sind. Der hat ein kurzes Leben. Der arme kleine Rothund. So, nehmen wir von dem noch was mit. Und sind dann gleich an unserem Ziel hier. Noch 180 Schritte. Oh, es sieht so gut aus. Es sieht einfach so schön aus. Es ist wirklich schön. Okay. Aber was erwartet uns dort an dem Ort? An dem Ort, an dem ich vorher wirklich noch nie war. Wir sind jeden Moment da. Die Sonne ist frisch aufgegangen. Okay, was ist das da? Ich habe es mal runtergeschossen. Ha, das ist da dein Fußball. Brüllende Leuchtfeuer entdeckt. Ach, das ist ein Gegner, okay. Wieso lebt er noch? Ich muss mich heilen. Okay. Na, komm. Heilen. Oh mein Gott, die sind ja überall. Oh Gott. Das ist schlimmer, wie als würdest du in den Ameisenhaufen reinfallen. Oh mein Gott. Ich weiß, ich entferne mich gerade wieder. Okay. Ich weiß noch nicht, ob sie sich wieder neu rehabilitieren, das heißt heilen können. Das wäre natürlich ein großes Problem. Denn wir wollen dorthin. Aber wir können dort nicht hin. Beziehungsweise wie kann ich dahin? Ohne dass sie mich direkt töten. Treffe ich ihn? Ah, der bewegt sich zu schnell. Okay, getroffen. Was nehme ich jetzt? Speer kann ich nicht machen. Fehlende Zutaten. Ich bin unbewaffnet. Und das mitten im Kampf. Okay, ich habe einen Pfeil. Ich habe einen einzigen Pfeil. Okay. Da unten ist noch ein Gegner. Hier. Kopfschuss getroffen. Okay.
Ein Holzpfeil gefunden, sehr gut, sehr gut. Hartholz gefunden, Grünblatt gefunden, ein Holzpfeil und wir sind da. Es gibt noch einen Gegner. Ich denke mal der Chef. Und ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Entzünde das Leuchtfeuer, um es für Wincher zu erobern. Meine lieben Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind am Leuchtfeuer. Ein wunderbarer Ort. Wow, ein wirklich wunderbarer Ort. Eine riesige Landschaft. Was sind das für Berge? Oh mein Gott. Okay, und nun entzünde ich das Leuchtfeuer. Na, komm, nimm mal einfach unseren Pfeil und schießen einen Feuerpfeil auf die Spitze des Leuchtfeuers und es beginnt zu brennen. Da kommt auch unsere Eule. Brüllende Felle. Leuchtfeuer. 2 von 16 beansprucht, du erhältst 400 XP. Schön, dass man im Singleplayer-Modus XP sammeln kann. Womit wir dann wahrscheinlich nachher auch wieder neue Sachen erforschen können. Hier irgendwelche spannenden Gegenstände am Fall. Fähigkeiten könnten wir natürlich mal wieder machen. Was ist das? Verbesserte Gesundheit. Natürlich, sehr gerne. Würde ich sehr gerne machen. Okay, der Fluss ist ziemlich laut. Und nun. Wir haben hier ein Leuchtfeuer. Und wir können jetzt natürlich von dem Leuchtfeuer aus hier einfach wieder zurück zu unserer Bude reißen, rutschen. Was ist das? Was ist das? Schöne Blume hier unter Wasser. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, dass Blumen unter Wasser wachsen. Aber ich kenne wenige Blumen, die unter Wasser wachsen. Es gibt bestimmt Blumen unter Wasser, aber... Ne. So, Belohnungslager. Nehmen hier vielleicht ein bisschen mit. Hier Fleisch ein bisschen. Blümchen ein bisschen. Und da unten da ist nichts mehr. Dann nehmen wir das auch nicht mehr da. So, und was ist hier drinnen? Warte, Tasche voll. Ausruhen, bis zum Morgendämmerung, schlafen, bis Abenddämmerung, bis zum Morgendämmerung. Machen wir mal ein schönes Nickerchen. Wow, die Zeit vergeht wie im Flug. Es sieht so cool aus. Es ist wirklich, es ist schön. Ein neuer Morgen hat begonnen. Und wir starten. Ja, es ist so cool, es ist so schön. Okay, was aber noch schöner ist, ist ein neues Ziel. Wir sehen ja hier mal die... Na, das wollte ich gar nicht hier. Karte. Rauszoomen, rauszoomen. Wir haben jetzt einen so kleinen Teil von einer so gigantischen Karte. Steinwachtleuchtfeuer. Wir könnten hier direkt zum Swarras Außenposten. Okay. Ich glaube, das ist unser nächstes Ziel. Ein Außenposten, an dem wir... Menschen erleben werden, neue Gegner finden werden, von denen ich jetzt noch nicht mal den Namen weiß. Ich freue mich auf die Reise.